Nimm dein Leben selbst in die Hand. Jetzt. Wie fühlt sich denn das an für dich? Ja. Das Leben selbst in die Hand nehmen ist eigentlich einfacher als gedacht. Denn übernimm einfach die Verantwortung für dich selber und dann läuft der Rest ganz von alleine. Denn es liegt einzig und allein in deiner Kraft, in deiner Macht, die Verantwortung für dich und dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Hans-Peter Meyer, lieber Hans-Peter, schön, dass du wieder da bist und herzlich willkommen zu diesem Thema, mal was anderes. Ja, mal was anderes. Die Umsetzung, denn genau. Wir nehmen auch unser Leben selbst in die Hand, indem wir einfach die Verantwortung für uns übernommen haben. Weil wir sind ja beide selbstständig. Das ist ja schon auch ein Schritt, den man machen kann, wenn man sein Leben selbst in die Hand nimmt. Muss aber nicht sein. Man kann das auch machen, wenn man, wie heißt es so schön, in Lohn und Brot ist. Na? Genau. Eigenverantwortung. Das Schicksal selbst verändern. Einfach sagen, stopp, bis hierhin, das war alles scheiße bis jetzt, aber ich entscheide mich jetzt in diesem Moment, mein Leben zu verändern. Und es einfach zu machen. Genau. Wie hast du das erfahren? Also bei mir ist es ist grundsätzlich so, ich sage mal was Grundsätzliches, jeder Mensch kann jederzeit sein Leben verändern, jederzeit. Ich sage mal was Banales. Wenn er nicht mehr zufrieden ist, wo er wohnt, kann er jederzeit sagen, er kann den Wohnort ändern. Das wären einfache Dinge. Mit Beziehungen wird es schon etwas schwieriger. Beziehungen, da sind Gefühle drin, da wird es schon etwas schwieriger, Beziehungen einfach so aufzulösen. Aber auch das, man kann das. Wenn man ja nicht, man spürt das ja, ist man auf dem richtigen Weg oder nicht. Und dein Leben verändern, also ich habe mein Leben krass verändert, ganz krass, ich habe immer ein Suchender, viele Menschen sind Suchende, habe ich festgestellt, ich war auch einer, ein Suchender. Und dann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, und jetzt reicht's. Genau. Und ein Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, das sind jetzt etwa 19 Jahre zurück, die passenden Partner habe ich nicht angezogen. Immer, es hat nie so gepasst, oder? Und vor 19 Jahren habe ich viele gelesen über positives Denken, Murphy und solche Dinge. Und da habe ich mental eine Übung gemacht, nach meinem Wunschpartner habe ich aufgeschrieben, wie er sein soll. Ganz, ganz krass, also wirklich, als ich es gelesen habe, hatte ich Mühe, das anzunehmen, weil was verlange ich da übrigens, was bin ich schon, oder? Immer den Gegenwert gestellt. Aber ich habe das dann umgesetzt und dann habe ich Energie reingegeben, dann ging es 3 Jahre und dann schien ein lebender Engel, meine Frau heute, erschien dann 3 Jahre später. Und interessant, wenn man das Gleiche, was ich getan habe damals, heute macht, geht es viel schneller. Weil die Energien, das wissen alle, das wissen ja wir Menschen, die jetzt das auch schauen, wissen das. Die Energien haben sich verändert, es geht alles viel schneller. Das heißt, ihr könnt auch euer Leben neu gestalten. Und jetzt kommt was Interessantes, ich gebe bekanntlich auch Seminare. Und was ich dort erlebe, so in der Praxis bei den Menschen, wo es happert, ist nicht unbedingt, dass sie es umsetzen wollen, sondern entscheidend ist, was wollen sie überhaupt, damit sie ein glückliches Leben haben. Was wollen die Menschen? Das ist eine interessante Frage. Was macht mich glücklich? Diese Frage zu beantworten, kann man nicht einfach so schnell. Geht man rein und dann merkt man auf einmal, es ist gar nicht so einfach. Eigentlich ist es ja einfach, wir wollen glücklich sein. Aber was macht mich glücklich? Das ist der entscheidende Punkt. Hast du auch so eine Erfahrung? Ja, das kann ganz anders sein. Wenn ich zum Beispiel total in Arbeit und ich nenne es mal Hektik und Stress, aber habe ich zum Glück nicht, bin, dann wünsche ich mir immer meine Alm. Da will ich nur noch auf die Alm meine Ruhe haben. Am besten kein Telefon, gar nichts, nur noch meine Alm. Ne? Und das war's gewesen. Aber wenn das wieder vorbei ist, dann darf es auch wieder das volle Leben sein. Genau. Das ist also ganz unterschiedlich, was man im Grunde in dem Moment möchte. Das war ganz schön, du sagst so schöne Dinge. Genau, auf die Alm mal ausklinken. Ne? Weil ich habe mal gelernt, das ist für mich stimmig, tun. Ich habe immer tun, sein.
Also tun, funktionieren, Arbeit. Und dann sein kurz. Und dann wieder tun. Und schöner ist, wenn man tun, sein. Einfach, wenn man das lebt. Und jetzt was Interessantes, das, was ich heute tue mit den Seminaren, auch das nehme ich bei dir auch wahr, mit diesen Videos, wenn man mit Leidenschaft das tut, ist das keine Arbeit mehr. Dann ist es Freude, macht es so viel Spaß und Freude. Dann ist man im Tun. Und jetzt kommt die Königslösung. Warum denn nicht beim Tun sein? Das ist nämlich, wenn wenn wir nämlich unsere Berufung leben. Guck mal, wir tun einen Film aufnehmen. Hört sich jetzt wieder richtig toll an. Ne? Aber ich bin doch jetzt auch. Ich darf da auch jetzt sein. Sein heißt ja nicht die ganze Zeit ne? Nicht so gemeint. Nein, ja, genau. Sondern bewusst leben, achtsam leben. Ja. Hier und jetzt sein. Ja, und das sind wir beide jetzt. Ja. Und es kribbelt. Wir machen ein Interview. Wir sitzen hier und es ist einfach nur schön. Genau. Also, ist wirklich interessant, wenn zwei Menschen wie wir uns austauschen, entstehen während dem Video neue Ansätze. Für mich neu. Im Sein drin, also im Tun in Sein, oder das Gemisch, dann ist es eins. Dann fließt es. Dann brauchst du das andere. Jetzt kommt bei mir was. Dann brauchst du das andere gar nicht mehr. Dann ist alles immer, dann bist du immer im Flow. Das ist schön. Ich rutsche so durch diese Tätigkeit und neu die Seminare, rutsche ich so in einen Flow rein. Flow, ich habe mir das aufgeschnappt in einem Mental, ich habe eine Mental-Coach-Ausbildung auch mal gemacht vor Jahren. Da ging es darum, dass man in den Flow des Lebens kommt. Und heute, das ist so schön, dann fließt man. Dass ich hier heute sitze, war mein Entscheid. Da hat niemand entschieden, meine Frau nicht, wunderbare Frau habe ich, aber sie hat nicht entschieden. Keiner, ich habe selber entschieden, ich gehe zu Andreas, weil ich in Resonanz gegangen bin mit ihm. So schön, jetzt bin ich hier und wir sprechen über das. Flow reinkommen, das verändern, das zu verändern, jeder kann das. Und vielleicht jetzt Praxis, ich weiß, jetzt denken vielleicht der eine und der andere denkt, ja, ich stecke irgendwo drin, Beziehungen in einer, vielleicht gesundheitlich angeschlagen, sonst Themen, beruflich funktioniert es nicht. Mit den Menschen, familiäre Themen habe ich auch sehr viele gehabt, Familiendramas aufgelöst, gewandelt. Und ich sage, ich behaupte heute eins, ich habe alles das auch erlebt, alles auch, alle Themen auch erlebt, erleben dürfen. Ihr könnt es wandeln, ihr könnt jederzeit entscheiden, ihr geht raus. Das kann je nachdem, einfach ihr macht eine Entscheidung, und dann geht ihr langsam aus dieser Energie raus. Oder Freunde, ich habe eine Freundschaft aufgelöst, weil da war Eifersucht und Neid dabei, was soll das? In der Freundschaft gibt es das nicht. Und heute ziehen wir Menschen an, die in der Liebe sind, und da kommt Liebe zurück, und da gibt es Eifersucht und Neid, gibt es nicht. Also ihr seid der Schmied eures Lebens, und ihr seid der Schöpfer eures Lebens. Ihr könnt selber eure Welt so machen, wie Pippi Langstrumpf immer schön sagt, macht euch die Welt, wie sie euch gefällt, wie sie dir gefällt. Genau, das wünsche ich den Menschen, dass ihr das umsetzen könnt. Ich habe es gemacht, und interessant, wenn man es macht, Stück um Stück, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, es ist einfach schön, und ich lasse mich überraschen, auch Geschenke, die kommen werden. Ich wusste vor zwei Monaten nicht, dass ich hier sitzen werde. Jetzt sitze ich hier, weil wir uns getroffen haben in Friedrichshafen war das, genau, in diesem Event. Ich wusste das nicht, und man wird gestört, man lässt sich dann so, eben im Flow sein heißt für mich auch, sich dem Leben hingeben. Und einfach annehmen, was einem Freude macht. Aber ja, mir kommt noch was rein jetzt gerade. Früher hat man immer gesagt, ich war mal in einer Zeit, hat meine Mutter mir gesagt, sei glücklich, hat sie was Schönes mir gesagt, Glaubenssatz, sei glücklich. Ich habe es dann geglaubt, ich war glücklich aufgestellt und so. Und die anderen sagten, warum bist du immer so aufgestellt, das stimmt doch gar nicht. Die haben mir das weggenommen, und ich habe das geglaubt, was die mir gesagt haben. Dann habe ich mir das wieder wegnehmen lassen. Heute lasse ich mir nichts mehr wegnehmen. Ich mache mir wirklich das Leben so, wie es für mich stimmt. Aber das, wie gesagt, das können ganz kleine, Beziehungen und Familie sind Themen, da sind Gefühle drin, da sind Verletzungen drin, man möchte den anderen nicht verletzen, aber ich sage euch eins, wenn ihr aus einer Energie rausgeht mit Menschen,
wo es nicht funktioniert. Und ihr geht raus, weil beim anderen hat es auch nicht funktioniert. Wir nehmen immer alles auf uns. Also wir nehmen immer alles auf uns. Ich möchte nicht raus, sonst verletze ich den anderen. Aber der andere ist ja auch nicht glücklich. Was soll das? Habe ich viel erlebt. Vor allem in Beziehungen. Aber nochmals, ich gehe nochmal kurz zurück in die Seminar, in die Praxis. In die Praxis, was ich erlebe jetzt mit den Menschen, die ins Seminar kommen, viele, sie wissen, wenn ich sage, macht euer Leben selber, sie wissen gar nicht, was sie glücklich macht. Wir sind so weit weg von unserer Mitte. In der Mitte sind wir glücklich, sind wir in der Liebe, sind wir wie wir. Wir sind so in der Mitte, wir sind so im Flow des Lebens. Und wenn man weit draußen steht, schwierig zu finden, was macht mich überhaupt noch glücklich. Und jetzt kommt was Schönes, wenn man im Flow reinkommt, so wie wir das sind, braucht man weniger materielle Dinge, das ist so schön. Wenn ich in die Natur gehe, tanke ich dort Energien, mehr Energien, als wenn ich irgendwie ein neues Auto kaufe, wo ich eine Woche Spaß dran habe. Aber nichts gegen das, wenn ich am Auto immer wieder Spaß habe, ist das auch okay. Wenn einer einen Ferrari kauft und er hat immer wieder dieses Gefühl, das kommt hoch immer wieder, nicht um sich zeigen, sondern für sich, ist es doch okay. Während der Schöpfung sollen wir in Fülle leben. Und Fülle heißt, mach das. Fülle, das kann auch materielle Fülle sein. Und was aber noch schöner ist, wir haben, es kommt ganz was Schönes, wir haben in letzter Zeit unseren Keller geräumt, wir haben so viel, wir sind im Überfluss, wir leben im Überfluss. In der Schweiz, Deutschland und Österreich, denke ich, ist es ähnlich. Wir haben so viele materielle Güter, wir haben Dinge verschenkt. Und das ist so ein schönes Gefühl. Wir können uns das heute leisten, weil wir sind ja auch im Geld in der Fülle. Wir können das rausgeben, und es kommt so viel Dankbarkeit auf der anderen Seite. Wow. Also wir lösen uns von materiellen Dingen. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Kannst du das so? Ich finde das spannend. Auch, das ist, ja, das ja, sieht mir sogar kannst ähnlich. Kannst du das auch so? Wie nimmst du es wahr? Oder ja, deine definitiv Erfahrung? So. Ich bin auch dabei. auch dabei. Ja, wir haben demnächst hier Dorfflohmarkt. Freue ich mich schon wieder riesig drauf, weil dann kann ich endlich wieder ganz viel auch fast verschenken. Ja. Vielleicht ein Euro oder sowas. Weißt du, das ist mir alles nicht mehr wichtig dann. Stimmt. Denn die Fülle leben heißt nicht nur die materielle Fülle. Ja. Das heißt vor allen Dingen auch die emotionale Fülle, die energetische Fülle, die gefühlte Fülle. Ja. Das ist so viel mehr wert. Ja. Ein Leben voller Liebe ist doch viel mehr wert als ein Leben voller Geld. Das andere Wort sage ich jetzt nicht. Wenn man nämlich nur Geld hat, dann möchte ich lieber Liebe leben. Das ist viel besser. Wenn wir zum Beispiel ins Gottvertrauen kommen, und du warst eben in deinem langen, schönen, wunderbaren Gespräch da auch dran vorbeigekommen, und ich kriege dann immer Bilder, und ich habe jetzt, einige sind noch da, und die möchte ich sofort jetzt mal auch rüberbringen. Im Gottvertrauen leben, da stellen sich viele drunter vor, ja, ich setze mich auf die Couch und es passiert. Ja, nee. Na klar kann ich mich auf die Couch setzen, aber dann bekomme ich ja Impulse. Zum Beispiel den Impuls, jetzt meinen Raum zu öffnen. Ich hatte vorher den Impuls, mit Roberto zusammenzuarbeiten. So, dadurch bin ich nach Friedrichshafen gefahren. Aber in Friedrichshafen habe ich neue Impulse gekriegt. Dadurch, dass ich meinen Raum geöffnet habe, haben wir uns kennengelernt. Und deswegen bist du jetzt hier. Oder auch andere, mit denen ich jetzt Videos mache, die ich zum Beispiel in Friedrichshafen kennengelernt habe. Das wäre nicht geschehen, hätte ich mich hier auf die Couch gesetzt und nur umgemacht die ganze Zeit. Sehr schön. Und das ist Beispiel, auch im Gottvertrauen zu bleiben, weil... Es ist für uns gesorgt. Das heißt mit anderen Worten aber auch, wenn wir auf die richtigen Impulse achten und denen auch nachgeben, dass auch materiell für uns gesorgt ist. Weil wir kriegen die Impulse, dass wir in unserer Berufung genau das machen, was uns dann auch das Geld zum Leben bringt. Alles richtig. Alles und richtig. Ein Geschenk habe ich für unsere Zuschauer jetzt auch noch mitgebracht, fällt mir gerade ein. Weil ich habe es selbst erlebt. Erlaube dir doch einfach eine Entscheidung. Entscheide dich, wenn du es nicht schon getan hast, ab jetzt einfach glücklich zu sein. Und das klappt. Ich habe das auch nicht gedacht. Ich habe einfach eines Tages mir gesagt, ey Alter, da geht gar nicht mehr hier, was hier abgeht. Ich bin ab jetzt glücklich. Das soll gehen, sagt dann die andere Seite noch. Ich sage, das werden wir ja schon sehen. Wir machen das jetzt einfach mal. Es hat nicht lange gedauert, es ging ganz schnell. Und ich bin glücklich. Punkt. Und genau, und das wissen wir, glücklich sein ist ja das Geburtsrecht, was wir Menschen haben, ein glückliches, wunderschönes, harmonisches Leben haben in Liebe. Das ist unser Geburtsrecht, wir kamen ja mit Liebe auf die Welt, und
Wir haben ja gestotzt, als wir auf die Welt gekommen sind, gestotzt, wir wollen alles aufsaugen, was uns, das ist noch schön, was uns gut tut, da dachten wir haben alles aufgesaugt, dass auch das, was uns weniger gut tut. Und wenn wir das, wenn wir, so, jetzt können wir es ja verändern, wir können es jederzeit jetzt, die Menschen, die zuschauen, sind im Leben drin, egal wie alt sie sind, die können jetzt was verändern und können so wie zurückgehen. Eine schöne Metapher, so zurückgehen in die Kinder, sie sich vorstellen, ich wäre jetzt ein kleines Kind, das vor Tatendrang sprüht und sagt, was möchte ich erleben, was möchte ich aufnehmen von dieser Welt, was für Geschenke und dann das Leben. Und dann ist noch interessanter, so kommt ihr vielleicht auf euren, auf das, was euch Freude macht, vielleicht kommt ihr so einfach ins Gefühl, wie Andreas gesagt hat, mal in die Ruhe gehen und in der Ruhe ist ja die Kraft. Und dann mal die Frage stellen, was macht mich glücklich? Und dann so ins Gefühl rein, wie fühlt sich das an? Vielleicht eine Hand aufs Herz, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das? Ich spüre sofort. Die Menschen, durch das, was wir, das habe ich auch festgestellt in den Seminaren, durch das, was wir von vielen Glaubenssätzen von außen und von der Gesellschaft, von alles, was außen geschieht, zugeschüttet sind, sind wir so, haben wir unsere eigene Kraft etwas verloren. Ist sie verloren gegangen? Aber sie ist noch da, sie ist wie zugedeckt und befreien von diesem. Aber wenn ihr von innen heraus kommt und das, was euch Freude macht, lebt, und dann wird jeder Tag schöner und schöner und schöner und schöner. Und damit ist das Leben schön. Genau. Viele leben ja was ganz anderes, als was eigentlich ihr Weg ist. Genau. Oder glauben zumindest, was anderes zu leben. Genau. Ich habe festgestellt, dass es doch eine sehr große Zahl von Menschen ist, die an ihrer Berufung sehr nah dran ist. Aha. Das aber in einer Firma macht, wo es sich nicht so besonders toll anfühlt. Mhm. Das gibt dann zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man wechselt die Firma. Mhm. Die andere ist, man hinterfragt mal, eigentlich ist das, was ich hier mache, genau mein Ding. Mhm. Und das, was drumherum ist, was sich gerade nicht so gut anfühlt, was ist das? Warum ist das da? Und dann wird man feststellen, das sind ja meine Herausforderungen. Das ist ja mein Wachstumspotenzial. Mhm. Anstatt immer gegen den Chef zu sein oder gegen den Kollegen, dass man mit ihm einfach mal ein Vergebungsritual macht. Und wenn man es nur energetisch zu Hause sehr alleine macht, der muss das ja gar nicht mitkriegen. Schön, ja. Zum Beispiel Ho'oponopono, was wunderbar funktioniert. Mhm. Und dann soll man mal sehen, was sich alles verändert. Mhm. Und das wird sich verändern. Ja. Und das ist das Schöne. Wir haben es in der Kraft, auch das im Außen zu verändern. Mhm. Und dann haben wir weiter unseren tollen Posten oder wo wir gerade sind, was wir machen. Und wenn es nicht das ist, was ich machen will, dann kann ich ja vielleicht erst nebenher einfach mal gucken, was ist denn mein Ding? Und das anfangen zu leben. Ja. Ich habe eins erfahren und das finde ich total genial. Das ist, dass wir sind ja alle miteinander verbunden. Und zwar nicht nur wir Menschen, sondern wir sind ja mit allen Wesen verbunden. Und so auch mit Mutter Erde. Mhm. Und Mutter Erde sorgt dafür, dass immer die Menschen auf die Welt kommen mit den Qualifikationen und Gaben, die gerade gebraucht werden. Und zwar nicht jetzt gerade, sondern Mutter Erde weiß auch, dass wir Menschen erst wachsen müssen. Sondern die dann, wenn wir soweit sind, unsere Gabe zu leben, dann wird das gebraucht. Schön. Wichtig ist nur, dass wir sie leben. Aha. Weil wenn wir nämlich das tun, was manche Eltern sagen, ich will es vorsichtig sagen, du musst aber in meine Fußstapfen treten, du sollst Rechtsanwalt werden oder was weiß ich, die Firma übernehmen, aber das ist nur gar nicht mein Ding. So, überhaupt nicht. Hallo, damit ist doch schon klar, wenn es überhaupt nicht mein Ding ist, dann habe ich einen anderen Weg und den darf ich dann gehen, weil dann bin ich im Einklang mit der Schöpfung. Wow, schön. Auch schön. Kam gerade. Sehr schön, also die können die Zuschauer viel, viel rausnehmen. Also. Und wie gesagt, die Schöpfung, seid ihr Schöpfung, es fließt so schön, seid ihr eigentlich, ihr seid der Schöpfer eures Lebens, ihr seid der Schmied eures Lebens, ihr könnt das Leben so gestalten, wie ihr wollt, ja. Egal wo ihr steht, weil ich stand ja auch wo ganz anders, auch weg von mir selber und ich habe es auch geschafft, aber er brauchte auch Überwindung, auch Mut, dem anderen zu sagen, es funktioniert nicht mehr. Aber die Schöpfung hat im Prinzip eingegriffen, als ich so weit war und hat dann das Ganze aufgelöst. Denken wir mal Beziehungen. Dann schickte mir den Ex-Freund meiner Frau wieder und der kam wieder ins Spiel und dann wurde das aufgelöst und ich wurde erlöst. Genau, also geschieht. Aber ich immer,
Du hast nach Vertrauen Vertrauen, dass man Vertrauen und Urvertrauen in die Schöpfung hat, oder? Aber das kann man nicht einfach so herzeigen. Das ist ein Prozess. Das ist ein Lernprozess. Das ist ein Prozess. Ich sage, das ist ein Prozess. Vertrauen, ja, aber das Urvertrauen. So, wenn man mich fragt, bist du im Urvertrauen? Ich kann sagen ja, und dann sage ich, ja, begründ's mal, kann ich sagen, ich könnte morgen ab der Welt gehen und es ist okay. Aber ich möchte noch nicht gehen, weil ich noch viele Menschen in die Licht und Liebe führen möchte. Aber ich könnte gehen, weil ich habe diese Welt schon gesehen. Ist wunderschön. Das, genau. Aber wir sind hier, und das ist auch noch wichtig, ich habe kürzlich eine Frau gehabt und sie hatte, sie wollte am liebsten, würde sie jetzt schon gehen. Sie ist gar nicht mehr richtig auf dieser Erde, ihre Wurzeln sind wie entwurzelt. Und sie braucht jetzt mehr Wurzeln, das werden wir auch tun. Weil sie, ja, sonst wird es schwierig auf dieser Welt. So, weil wir Menschen sind, wie du sagst, Mutter Erde gefällt mir sehr gut. Mutter Erde sagt, okay, du bist da auf dieser Welt zum dies und dies. Das ist deine Berufung, weil jeder hat was anderes. Und Berufung heißt, dass der macht einen Dienst für die Menschen, für andere Menschen, für die Natur, für das Leben, was ihm aber Freude macht. Wir brauchen alles. Und das ist genial eingefällt. Wir brauchen alles. Alle Berufe brauchen wir. Brauchen wir. Ich war kürzlich in einem Blumengeschäft, da, als die Menschen uns begrüßten, meine Frau und ich waren im Blumengeschäft, und als die Menschen uns begrüßten, da kam so viel Liebe von diesem Ehepaar, die dieses Blumengeschäft führen, und man hat es in den Blumen gesehen, das strahlte uns nur noch an, und die Preise sind relativ höher, aber man zahlt das gern, weil es kommt mit Liebe rüber. Und der Gärtner hat nicht diesen Lohn wie ein Ingenieur, aber er hat, sie leben ihre Berufung, das möchte ich auch sagen. Diese Menschen sind glücklich. Diese Menschen sind glücklich, die machen das mit Leidenschaft. Und das wünschen, das, ja, finde ich so schön, solche Beispiele aus der Praxis, genau. Und es liegt an uns, uns selbst zu entscheiden, jetzt auch unsere Berufung zu leben. Genau. Prima. Genau. Eben, jetzt, also das ist ja das Thema. Ja. Entscheidet jetzt für euer Leben, dass ihr ab jetzt ein schöneres Leben haben werdet, und werdet ihr den Weg spüren, wo gehört ihr hin und was gibt euch Fülle und Erfüllung und Freude und Lebensfreude, und dann kommt ihr in den Flow rein. Und das wünsche ich euch, den allen Menschen, die zuschauen, dass ihr dort ankommt, wo ihr hingehört. Weil ihr spürt es, was euch gut, ihr spürt es. Niemand anders, nur ihr. So ist es. Dankeschön. Genau. Wunderbares Schlusswort. Und ja. Hat es euch gefallen? War das mal wieder interessant und spannend? Jo, fand ich auch, ne? Schreibt doch mal eure Erfahrungen unten unter das Video, und dann schauen wir mal. Ich habe unten auch noch die Webseite von Hans-Peter eingeblendet. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und schaut euch da mal ein bisschen um. Wir wünschen euch von hier aus jetzt erstmal alles Liebe und bis bald.